Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 15 mit der Spielerkarriere und dem letzten Ligaspiel, was wir spielen werden und auch das Ligaspiel, was entscheidend ist. Also egal, was danach passieren mag, wir werden wohl Meister sein. Außer Napoli schafft es jetzt, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, wie das Ganze verhindert werden könnte. Napoli ist nämlich anscheinend auch noch relativ nah dran, ne? Aber dieses Spiel hier, das Entscheidendste für unsere Karriere hier und für unsere Mannschaft in der Liga. Deswegen spielen wir das und das nächste spielen wir dann eben nicht mehr. Auch wenn sich da vielleicht nochmal die Meisterschaft zwischen uns und Napoli entscheiden kann. Aber erst einmal müssen wir dieses Spiel hier gewinnen. Sonst entscheidet sich das Ganze nämlich nicht zwischen uns, sondern zwischen Milan und Napoli. Und beim nächsten Mal dann der allerletzte und 200. Part von FIFA 15 Spielerkarriere. In dem es dann sowohl das Champions League als auch das DFB-Pokalfinale gibt. Und eventuell ist es ja sogar ein Part, in dem wir ein Triple holen können. Das wäre natürlich ein super Abschluss für das ganze Projekt. Wollen wir mal schauen, was daraus wird. Gut gemacht von Vidal, der da absichert. Asamoah auf Tevez. Ist auch der letzte Part, der jetzt nicht im Highlight-Format, glaube ich, kommt. Also das letzte Video werde ich dann wieder halbwegs Highlight machen und am Ende wird es dann nochmal so eine kleine Zusammenfassung natürlich wieder geben von der gesamten Liga. Quatsch, von der gesamten Karriere. Das wird ein bisschen länger dauern, deswegen wird das ein ziemlich langer Part demnächst. Aber na gut. Nur mal als Vorwarnung. Ah, Gerson, das ist ein geiler Name. Ja, ich finde auch immer hier die Milan-Mannschaft, die ist einfach richtig cool. Von den ganzen Spielern her. Das interessiert mich natürlich, was Trainerkarriere angeht. Interessiert mich so eine Mannschaft immer, wenn da ziemlich viele gute junge Spieler sind. Zu dem Zeitpunkt hier Desciglio oder El Shaarawy, Romagnoli. Das sind alles so Leute, die natürlich extrem interessant sind. Ah ne, Romagnoli ist ja bei AS Rom. Oh, und da ist das Ding. 1:0 Außenriss. Wo wir hier gerade so ein bisschen fachsimpeln. Mit Asamoah klappt das Ganze doch auch. Ist doch in Ordnung. Mit dem rechten Außenriss. Da kann der Torwart natürlich nicht viel machen. Und somit führen wir 1:0. Das ist super. Aber sollte uns jetzt erst einmal dazu veranlassen, 2:0 nachzulegen, damit wir hier in Sicherheit sind. Na, das war kein Foul. Ich bin ja eindeutig gegen den Ball gegangen. Wenn, dann gib uns die gelbe. Ein paar gelben müssen wir, glaube ich, noch sammeln. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber ich glaube, das schaffen wir eh nicht mehr in der Zeit, wo ich jetzt spiele. 5 gelbe waren das, glaube ich, noch. Bin halt nicht so unfair. Ich bin mir gar nicht sicher. Im Pro-Club brauche ich auf jeden Fall noch 5 oder so. Und da braucht man insgesamt, glaube ich, 20. Und davon habe ich schon einige absichtlich geholt, um Aggressivität dazu zu kriegen. Also, was das angeht, bin ich immer ziemlich fair. Die Grätsche ist für mich eigentlich kaum eine Alternative. Deswegen, ich habe hier auch 8 Grätschen erst. Zumindest erfolgreiche Grätschen. Aber man muss auch als Offensivspieler nur relativ selten mal grätschen, das ist natürlich klar. So, Albertasi, Polly und schön gemacht von Marquisio, der den Fuß da reinstellt. Und wir sind natürlich da, wo wir gebraucht werden. Nein! Oh, was machst denn du da, Vidal? Hat den leider schon zu früh gespielt. Und deswegen geht der angeforderte Ball von uns dann gleich weiter. So, Tevez. Oh, er hat uns Pass gespielt. Was ist denn da los? Ach, lauf doch nicht weg! Lauf doch nicht weg. Wenn wir den im Lauf spielen, ist er eh zu weit. Young ist auch so ein guter Spieler. Guter junger Mann. So, Tevez, der kann mit dem Ball nichts anfangen, wie man sieht.
Also Tevez hat sich konstant verschlechtert, meiner Meinung nach. Hat jetzt hier, wo wir aufgeblüht sind gegen Ende der Saison, ist er komplett ins Bodenlose gefallen, weil er meiner Meinung nach auch, wie gesagt, ein viel zu egoistischer Spieler ist und auch viel, ja, erzwingen möchte, gerade in dem Spiel. Das ist ein bisschen ungünstig. Man braucht halt ein Team und muss zusammenspielen. Wieder ein Foul vom Gegner diesmal. Bitte keinen kurzen Pass spielen. Na, super. Hat er das Kein wohl nicht verstanden. So, Bonucci. In die Mitte, bitte. Oder einfach mal sich den Ball abnehmen lassen. Super. Warum hier Innenverteidiger anfangen rumzudribbeln, das verstehe ich bis heute nicht. Ogbonna hat das ja letztens auch mal gehabt, so eine Anwandlung. Oh, der ist drin. Sieht man ganz klar, dass der reingeht. Danke nochmal an der Stelle an Bonucci, der das hier ermöglicht hat, mit all seinem Können. Ach, nee, das war unnötig. Warum muss man sich so ein Gegentor einschenken lassen? Warum muss man da hinten anfangen rumzutanzen? Ihr seid Innenverteidiger, da hat man nicht großartig jetzt hier noch drei Pirouetten zu drehen, sondern den Ball einfach nach vorne wieder zum Angriff zu geben und fertig. Das ist alles. Mehr ist da nicht vonnöten. Sollt da nicht großartig zeigen, dass ihr ein Dribbler seid. Elneny. Ja, das wird auch nicht viel werden. Isla. Und Marquisio. Asamoah schön mit der Hacke hier. Der Pass sollte auch nochmal zu Asamoah. Von daher, auf Umwegen ist er auch angekommen. Padua. Ja, zu viel am Rumgetänzel da. Ich glaube, am ehesten werden wir selber eine Chance uns rausarbeiten müssen. Denn unsere Jungs sind hier schon wieder ratlos, was sie machen sollen. Soll ich denn damit anfangen? Asamoah. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Und da ist das Ding gleich mal drin aus dem Winkel. Schön gemacht. Asamoah, der uns hier den Ball wieder vorlegt. Also unsere offensiven Mittelfeldspieler, die haben es einfach drauf. Die können uns die Dinger hier aufbereiten. Aber man muss auch sagen, der Torwart sieht in dem Moment nicht gut aus. War auf jeden Fall mehr als haltbar, so ein Ding. Auch aus kurzer Distanz. Aber egal, wir machen das Ding und deswegen 2 zu 1 hier vor dem Halbzeitpfiff. Und ich hoffe, dass wir das mindestens in die Halbzeit hier reintragen können, dass jetzt nicht hinten wieder irgendein Patzer passiert, der uns das Ganze jetzt wieder vermiest. Essien ist hier noch unterwegs. Ist das Michael Essien? Nee, ne? Gibt's den noch? Was war das? Warum macht man sowas? Na, das war so nicht geplant. Sorry dafür. Das könnte nochmal einen Foul geben. Ja, genau. Ich glaube, wenn wir uns noch einen Foul einheimsen, gibt es dafür erstmal die gelbe Karte, weil wir so oft faulen. Nicht, weil die so schlimm sind. Wo ich beim letzten Mal noch gesagt habe, dass ich, oder vorhin noch gesagt habe, dass ich hier nicht viel faule. Ist ja eigentlich auch nicht der Fall. Und wenn, dann sind es so harmlose Sachen. Asamoah, Tevez. Und Vidal. Haben wir schön nach außen gezogen nochmal. Damit der hier nicht ins Abseits rein muss. Gegen drei Mann. Und da gibt's den Elfer. Tja, Essien zu ungestüm. Wir haben uns da ein bisschen Zeit gelassen natürlich auch. Aber, nee, war es Essien? Nee, war es gar nicht. Es war Michelangelo Albertasi. Den dürfen wir noch nicht mal selber schießen. Och Mann. Das finde ich immer so ungünstig, dass wir hier Tevez ein Tor schenken, dafür, dass wir selber halt uns einen Elfer rausholen. Vor allen Dingen sind wir auch besser, was Elfmeterwert angeht. Da können wir wetten. Also, da wird Tevez nicht besser sein. Ey, du bist doch total bekloppt. Du bist total bedeppert. Solche Leute lassen die hier Elfmeter schießen, ey. Wie kann man den denn versemmeln, du Blödbirne? Mann, ey. Da holen wir einen Elfmeter raus, damit Tevez den versemmelt. Wenn wir das Spiel verlieren, Tevez, ne, dann bist du sowas von gestorben. Dann lösche ich dich aus meinem nächsten Spiel einfach raus. Dann wird er einfach in der Spielerkarriere vernichtet. Fertig. Dann haben wir den nicht mehr an der Backe. Ne, der ist ja eh nicht mehr in Europa unterwegs. Das heißt, der stört uns dann eh nicht mehr. Bei Juve wird es den dann nicht mehr geben. Wenn er dann nicht zurückwechselt, das wäre natürlich nochmal böse.
Ah ja, Cherson, du läufst. Er läuft in uns rein und dafür kriegen wir jetzt hier das Foul, oder was? Was kann ich denn dafür, wenn der Spieler in mich reinläuft? Mann, Mann, Mann. Ich bin ja jetzt schon wieder leicht aufgeregt hier wegen diesem Heini von einem Tevez. Da. Kriegen wir jetzt auch mal einen Foul oder machen wir das jetzt wieder? Meine Herren, du. Bist aber auch ein Lappen. Lassen Sie das wieder den Tevez machen, sag mal. Lernt ihr auch aus Fehlern oder was ist hier los? Der Trainer muss sich auch denken. Gut, der kann's nicht. Der macht den nächsten auch wieder. Klopsköppe, ey. So, Asamoah, wir stehen sehr nah dran, das ist super. Renn damit jetzt! Ich will einen erfolgreichen Flankenball haben. Hier, gib mal her das Ding. Ich muss jetzt noch eine Flanke machen. Kriege ich nämlich Flanke und Effet dazu. Schön, dass er da so richtig schön viel Energie hinter hat, hinter dem Ball. So, Moment. Ich werde es jetzt auch nicht erzwingen, aber den einen Punkt wollte ich mir dann echt noch mitnehmen. Das gibt nämlich insgesamt 3 Punkte und das ist doch recht wichtig. Effet ist für uns als Stürmer nichts Schlechtes. Schießen! Oh. Ich weiß nicht, wofür ich die Schusstaste hier habe. Ja, dann forderst du den Ball an und dann passt er wieder. Super. Klappt gerade alles so, wie ich es haben will. Genau so möchte ich das spielen. Ach nee. Spiel. Mach doch einfach mal das, was man drückt. Das wäre super. So, Isla. In der Mitte ist El Neni. Vidal. Und der war im Abseits, oder? Nee. Aber er trifft sowieso nicht, Asamoah. Ist wohl nicht der Torschütze, sondern der Vorbereiter. Das kann er aber relativ gut, wie man heute zweimal sehen konnte. Und mal sehen, ob uns Tevez noch weiter in irgendeiner Form. Das gibt's doch nicht. Also Freunde, pfeift doch bitte mal die Fouls auch auf beiden Seiten. Das wäre super. Schiedsrichter gespannt. Es gibt nämlich auch auf beiden Seiten die Möglichkeiten, Fouls zu pfeifen. Da fühlt man sich ja hier gleich wie im Spiel Bayern gegen Augsburg. Das war eine ähnlich tolle Situation, wo ich das Spiel gesehen habe, habe ich gedacht, alles klar, da haben wir einen schönen Bayern-Fan auf der Seite. Ah, komm schon. Komm schon, da ist das Ding. 3 zu 1, wir haben es wieder mal gerichtet hier gegen zwei Verteidiger in engstem Kampf hier. Haben wir uns durchgesetzt und am Ende kriegen wir das Ding noch ins Tor gesemmelt, ohne dass der Torwart daran kann. Und das macht uns aus. Wir sind da, wenn man uns braucht, nicht wie Tevez, der das hier wahrscheinlich jetzt noch versucht umzudrehen. Könnt ihr hier Tevez auch als so böses Supergenie darstellen? Mal sehen, ob er es noch hinbekommt. Müsste eigentlich nochmal hinten in unsere. In unseren 16er laufen und einen Elfmeter verursachen. Das wäre jetzt der Hammer. Ball gespielt. Auch Bonner weiß, wie man das macht. Da haben wir keine Angst. So, Torwartball. Gar kein Problem. Und Lloris, du kannst hier mal gleich rauswerfen. Mach hinne. Dann sind wir nämlich frei hier draußen. In der Mitte haben wir Berardi, glaube ich, ja. Der ist jetzt drauf. Oh, ihr habt gesehen, dass Tevez nichts kann. Gut, dass ihr das in der 68. Minute dann merkt. Ich hätte es euch auch von der ersten Minute an sagen können. Ich glaube, das ist wirklich nur ein ausdauerbedingter Wechsel, leider. Wir sehen leider nicht, dass in Tevez nicht wirklich viel Potenzial drin steckt. So, Marquisio. Der will uns hier gleich wieder in Szene setzen. Ja, will keiner den Ball oder was? Dann muss ich halt schießen, wenn ihr nichts macht. Meine Güte. Kommt ja jeder Ball wieder wie so ein Flummi hier zurück. Oh, das war wieder ein Foul. Aber das interessiert den Schiedsrichter diesmal wieder gar nicht. Er ist schon cool, der Schiedsrichter. Pfeift einfach gar nichts. Kriegen wir jetzt noch gelb? Das war echt nichts, ne? Der hat das echt nicht gesehen, was wir da gemacht haben. Na gut. Haben wir den mal auf unserem Zettel hier an blinden Schiedsrichtern mit draufgeschrieben.
Die hauen sich gegenseitig die Beine weg, statt da zu verteidigen. Asamoah, einfach mal einen Pass spielen, ich stehe genau neben dir. Sonst könnte das doch auch so gut. So, jetzt Buenaventura auf die rechte Seite auf Montolivio. Komm rauf da. El Charavi. Wieder Montolivo, Buenaventura und der Ball ist durch, der ist auch drin. Nein, Ogbonna ist drin. Jetzt ist er vorbei. Na gut, wenn ihr den nicht wollt, dann war jetzt schon auf Silbertablett serviert, das Ding. Da standen sie so frei, dass sie den echt gut und gerne hätten machen können. Aber sie wollten nicht. So, Nyang in die Mitte und da kann Carlos klären, wer auch immer das sein soll. Carlos. Marquisio. Berardi, schlechter Laufweg von dir, muss ich sagen. Du läufst uns hier im Wege rum. Ist zwar deine Seite, aber du kannst ja nichts. Und da kommt wieder nicht der erfolgreiche Flankenball. Und Alex kommt sogar nochmal durch. So, jetzt her damit. Ich will meinen Flankenball noch haben hier. Mensch, Alex! Das ist doch nicht wahr hier. Gerson. Berardi und... Na, wenn er den nicht hochgespielt hätte, wäre er wahrscheinlich besser gekommen. Diego Lopez, da keine Probleme. Diesmal kommt er raus. Na, schickst du mal vor, die Jungs. Oha. Abwehr für die Katze. Dann spiel ihn zurück, Junge. Montolivo und Vidal muss erstmal klären. Erstmal nur der Einwurf. Buenaventura ist verletzt. Naja, Cellini. Und vor geht der Ball. Asamoah geht ab. Und der kann den richtig gut auf uns bringen hier. Und schade, diesmal Diego Lopez mit einer guten Parade. Den haben wir uns schön hingelegt. Und am Ende ist er trotzdem nicht drin. Asamoah stoppt den Ball für uns ab. Das war nicht gut. Und Marquisio leider nicht mit dem Tor. Aber ich denke, mit der letzten Gelegenheit für zumindest unsere Seite. Für den Gegner könnte vielleicht nochmal eine Chance rausspringen. Aber ich denke, wir haben jetzt keine Gelegenheit mehr dazu. Dafür ist die Zeit zu knapp. Berardi. Ja, und das war's. Denn wir laufen wieder an. Und damit haben wir zumindest Milan abgehangen. Milan kann nicht mehr Meister werden. Wir sind... mindestens Zweiter und wir schauen uns gut. Ja, da ist nämlich nichts gekommen von Milan. Wir schauen uns nochmal ganz schnell an, wie denn Napoli, ja, die haben gewonnen. Ungünstig. Wir haben jetzt selber nicht mehr in der Hand, ob wir Meister werden. Kurze Nachricht, die Sperre von Paul Pogba ist abgelaufen. Er kann wieder eingesetzt werden. Das heißt, im letzten Spiel muss unsere Mannschaft das hier gewinnen, damit wir das Triple holen können, also die Möglichkeit haben. Ich hoffe doch, dass ihr das hinbekommt. Die Ziele sind uns egal gewesen, weil die eh nötig sind. Ja, ja. Eine Bewertung hier, die kannst du selber machen. Komm schon. Komm schon. Meisterschaft, los. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob sie die Meisterschaft geholt haben oder nicht. Mit einem Sieg. Ja, wir haben die Meisterschaft. Super. Das heißt, es war doch das entscheidende Spiel, was wir da hatten. So, Champions League ist so geblieben. Zwischen Real Madrid und Valencia. Nur mal so nebenbei. Beşiktaş gewinnt gegen Man U im Finale des UEFA Cups. Auch interessant. Und wir gewinnen 2 Punkte vor Napoli jetzt. Die Meisterschaft. Napoli hat noch alle Punkte geholt, die gingen. Das heißt, die hätten uns geholt, wenn wir hier nicht gewonnen hätten. Die wären Meister geworden. Aber wir haben es ja selber noch entschieden. Und somit werden wir Meister. Abgestiegen sind Atalanta, Pescara und Bologna. Beziehungsweise eine Mannschaft wäre Relegation, aber die steigen ja meistens nicht ab. Gut, das war das. Wir haben die Liga durch. Und beim nächsten Mal gibt es dann sozusagen eine Folge mit geballter Action hier, was Finale im Pokal angeht und die Champions League. Das heißt, es wird beim nächsten Mal geklärt, schaffen wir das Triple oder schaffen wir es nicht. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shuto.